Um mit dem Echelon von Stufe 5 auf Stufe 6 zu kommen, müssen wir 20 Gegner heimlich töten, 4x2 Gegner in weniger als 3 Sekunden töten, 2x4 Gegner mit MP oder Handfeuerwaffe töten ohne nachzuladen und 2x3 Gegner ohne entdeckt zu werden. Und hier haben wir doch direkt ganz, ganz viele Gegner. Das ist doch direkt perfekt hier. Wir haben hier 5 Stück. So, jetzt habe ich natürlich nur ein Holovisier da drauf. Nicht mal ein Rotpunkt, das ist, glaube ich. Kein Auto, gut. So. Hier draußen rührt sich nichts. Ja, hier ist auch ein Auto. Das hat sehr gut funktioniert. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt haben wir schon 5 heimlich. 2x2 Gegner weniger als 3 Sekunden. Und 1x3 Gegner ohne entdeckt zu werden. Und jetzt schauen wir erstmal, wo wir hier überhaupt sind. Wir sind hier an der Andersons Farm. Würde ich sagen, gehen wir da doch einfach nochmal rein. Gegner schreien wieder darum, das ist perfekt für uns. Da haben wir 2. Ich hätte vielleicht die Straße über die also schauen sollen, bevor ich über die Straße gerannt bin, aber ja, so kennt man mich. So. Da hinten sitzt halt auch noch einer. Ich habe auch Voice Mod ausnahmsweise mal wieder aktiviert. Das funktioniert auch ganz wunderbar. Hat da nicht auch noch einer gesessen? Nö, okay, na gut, dann. Oh shit. Ich muss in den kleinen Busch. Der Tarnbusch. So. Optische Tarnung habe ich hier leider noch nicht. Schade. Oh, hallo. Was ist hier los? Ich guck mal eben nach, was das war. Moin. Hab ich einen Laser? Warum habe ich denn keinen Laser auf der Waffe? Habe ich hier noch keinen freigeschaltet? Kann das sein? Dass ich einfach noch gar nichts freigeschaltet habe? Ja. Das Visier. Nee, danke. Ich habe tatsächlich keinen Laser. Ich habe die Schrotflinte aus irgendeinem Grund. Hier mit dem. Obwohl ich für das Event hier mit in diesem Spielstand, der ja neu ist, noch gar nicht gespielt habe. Seltsam. Aber die lassen wir mal. Bin ich so der große Schrotflinten-Fan. Da oben haben wir einen Sniper. Meint ihr, den kriegen wir? Halt die Luft an, Mensch. Ach jetzt. Geht das mit der Waffe nicht? Habe ich wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet. Keine Ahnung, ist er jetzt tot oder lebt er noch? Das sehen wir gleich. Der lebt noch. Gut, dann weichen wir mal großzügig aus. So. Stimme ist übrigens ein bisschen anders. Oh, Heidewitzka. Runter, ein Sniper hat uns im Visier. Ja, wenn der nochmal schießt, trifft er mich. Au. Bis gleich am Ende, was zu beweisen war, ja. Getroffen. Jetzt rammt ihr die Scheißspritze rein. Hilfe. Als ich eben drauf gedrückt habe für den Verband, hat er nicht gemacht. Dann drücke ich die Spritze und dann macht es. Seltsam.
Wer braucht Hilfe? Jeder ist sich selbst der Nächste. Ich sammle Pflanzen, warum auch immer. Ist ja... Ai, ai. Heimlich wird das da ja nichts mehr. Ai, 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 oh, je, je. Das war knapp. Ich hoffe, dass der Ton einigermaßen in Ordnung ist. Ich habe gesehen, in den letzten Folgen hat es doch sehr stark gehallt. Ich habe das Mikrofon jetzt hier ein bisschen näher zu mir gerückt und habe die Zimmertür geschlossen. Meine Bots sind alle tot, oder? Team, zu mir. Die sind tot. Scheiße. Die sind alle hinüber. war da durch, aber naja, gut. So, wenn der Alarm vorbei ist, dann leben die ja nochmal gleich, oder? Team zu mir. Ja, noch nicht. Ja, aber der Großalarm scheint vorbei zu sein. Aber die suchen noch, oder? Gut, das zählt noch als heimlich. Wenn ich gleich weggesniped werde, dann war es das. Oh je. Hallo. Ich bin gar nicht da. Warum atme ich denn so schwer? Ich liege da ganz gechillt. Na gut, vielleicht war meine... Weil meine drei Kameraden, mein komplettes Team gefallen ist, aber hey, tja, dann. Wo liegen die überhaupt? Au. Da liegt Fixit. Okay, Fixit ist da. Aber ich meine, wir sind ja von da gekommen. Sind die wieder irgendwo reingerannt oder was? Das ist ein Gegner. Da ist Fixit. Da liegt Vasili. Wo Fury ist, das ist. Da liegt Fury. Die chillt da an der Wand. Na gut, dann gehen wir jetzt wieder rein. Was brauchen wir denn noch? 11 Gegner heimlich, ja, komm. 2x3 Gegner ohne entdeckt zu werden haben wir schon. Die Gegner im vorderen Bereich sind ja eigentlich auch weg. Und ich schon wieder ein Auto. Zum Glück sind die blind. Vasili. Halte durch, Vasili. Fast wie neu. Mama. Boah, krass. Den krieg ich hin. So, dann kann Vasili ja den Rest wiederbeleben, denn er wird ja nicht entdeckt. Das ist ja das Tolle an den Teamkameraden. Wenn man selbst nicht entdeckt ist, werden die Teamkameraden auch nicht entdeckt. Es geht schon. Hat er einfach... Hat der einfach Fixit liegen lassen und ist zu seinem Schwarm gegangen. Ist der einfach direkt zu Fury gerannt. Alles klar. Der alte Frauenheld. Der Schürzenjäger. Was haben wir denn hier? Ist das eine 4? Nee. Ist das eine 5? 5, 5, 3, 5, 16, was auch immer. Weit gefehlt ist ein MK17, okay. Ich sehe, ich habe so lange nicht mehr Ghost Recon gespielt, dass ich die Waffen nicht mehr kenne. Aber gut. Ja, ich habe mir aber einfach die letzten Tage, eigentlich so die letzte Woche, letzte anderthalb Woche, einfach so festgesuchtet in Diablo 4. Abnormal. Spiel ist einfach so gut.
richtig gut war das jetzt nicht, aber... Da hinten... Nee, das Risiko gehe ich diesmal nicht ein. Ich merke, ich habe den Bullet Drop nicht mehr im Griff. Den guten alten Geschossabfall. Sag ich doch. Guter Schuss. Genau, niemand wäre so blöd, sich hier reinzuschleichen. Ich muss ja gestehen, ich fühle mich hier ein bisschen unsicher. Team, zu mir. Zu meiner Position. Gut, stimmt, die Teamkameraden werden natürlich auch entdeckt, wenn man ihnen Befehle erteilt. Die Gegner das sehen. So, noch 6 Gegner. Ohne nachzuladen. Das ist Zivilist, ne? Ich weiß es nicht. Ja, sieht so aus. Das ist eine. Ach so, scheiße, das ist gar keine MP, die ich da habe. Na gut, dann wechseln wir hier. 2x4. Eins. Gib nicht so ran. Alles ruhig. Zwei. Jetzt bin ich ein bisschen weit weg. Waffe wechseln darf ich auch nicht zwischendrin, ne? Ne, nur ohne nachzuladen. Ja, aber trotzdem kein Risiko. Ist da oben einer drauf? Ne. Also ein Hebepad. Ich warte, bis er oben ist. Drei. Sind aber nicht normalerweise noch ein. Ist da nicht normalerweise noch einer? Schon immer so laut geatmet. Irgendwie habe ich das so nicht in Erinnerung. Ah, wahrscheinlich habe ich so nicht in Erinnerung, weil ein anderer Charakter fast, also den Skillbaum komplett voll hatte fast. Und deshalb auch mehr Ausdauer hatte. Und der hier ist ja Bambi. So, da haben wir 1x4. Laden wir jetzt mal nach. Ich, das war schon ein bisschen störend, wie der atmet. Wir haben hier 10 Kugeln im Magazin, okay. Okidoki. Noch 2 Gegner, dann haben wir's. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob hier noch welche sind. Ich höre keine mehr reden. Muss ich vielleicht aus den Autos nehmen? Heavy and fresh. Ich könnte die Klassentechnik benutzen. Ne, hier ist tatsächlich kein Gegner mehr. Mist! Deaktivieren wir noch das Geschütz und dann sind wir hier raus. Alles unter Kontrolle.
Jo, das ist halt schade, ne? Es hätte genau gereicht mit den Gegnern. Doch noch zwei. Müssen die heimlich sein? Nee. Einfach nur töten. Wo ist Vassili? Ja, komm. Da komm, ja. Eigentlich unnötig, dass ich auf ihn gewartet habe. Mein Plan war eigentlich hin. War da hinten ein Gegner? Habe ich da hinten gerade einen Gegner gesehen? Nee, das sind nur. Oder? Nee, das sind nur so Poller. Autofahren ist einfach so unbefriedigend hier im Spiel. Da kommt ein Auto. Ja, da sitzt nur einer drin. Aufpassen, das sind welche in der Nähe. Ja, steig aus. Ich brauch Deckung! Wir wurden entdeckt. Die wissen, dass wir hier sind. Einfach Ruhe bewahren. Ziemlich gut. Gebiet gesichert. Hab ich da nicht gerade noch ein Auto gehört? Nee, ne? Schade. Einfach Vollspeed außen rum gefahren. Ach so, sorry. Da. Einen töten und dann abhauen. Oder ich mache einen Simultanschuss draus. Feuer auf mein Kommando. Ganz vorsichtig. Feinde in der Nähe. Kann losgehen. So, und damit sind wir auf Level 6. Haha, nice. Hat gut geklappt.